machte Schlagzeilen mit provokantem Theater. Nach langer Krankheit starb Peter Zadek, der große Erneuerer des deutschen Theaters. Ein Zauberer und Anarchist. Na, du? Freust dich? Ja, macht doch Spaß. Macht Spaß. Ja, war wunderbar. War wunderbar, mit dir zu machen. Das Theater war sein Zuhause. Fast ein halbes Jahrhundert prägte Peter Zadek die deutsche Theaterwelt. Einer ihrer größten Regisseure. Revolutionär. Ich werde König! Kaiser! Halt den Mund, du bist ja übergeschnappt. Ungestüm, kraftvoll, komisch. Ibsens Peer Gynt war eine von Zadeks letzten Inszenierungen, gefeiert von Publikum und Kritik. Von seinen Darstellern verlangte er immer alles, ließ sie aber auch drauf losspielen und singen. Ich weiß nicht, wann ich anfangen soll zu singen. Weil du machst es doch sehr gut. Ja, weil immer bei. Ich weiß es auch nicht, aber du machst es richtig. Okay. Der Durchbruch in den 60er Jahren. Schillers Räuber als Pop-Art-Comic-Spektakel. Ein Schock. Der Theatermann als Bürgerschreck. Zadeks Arbeit, sie war ein Wendepunkt in der deutschen Theatergeschichte. In irgendeiner komischen Weise, muss ich zugeben, habe ich mich immer als Scharlatan gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich übe jetzt, um mal Regisseur zu werden. Geboren 1926 in Berlin, als Sohn jüdischer Eltern. 1933 flieht die Familie vor den Nazis nach England. Dort wird Zadek vom Theater und vom britischen Humor geprägt. In den 50er Jahren kehrt er nach Deutschland zurück. Zadek macht Shakespeare für alle. In den 70ern wird das Enfant Terrible zum Theaterdirektor in Bochum. Das Foyer, Schauplatz von Happenings. Zadeks Sicht eine anarchische. Sein Othello färbt ab. Das deutsche Theater hat sich sehr daran gewöhnt, dass Theater eine Lektion irgendeiner Art ist und nicht nur ein, auch wenn unlogisches und albernes Bild von dem Leben, wie das ja ist. Es ist ja wirklich irgendwie immer wieder, denkt man, sagt man, die sind da alle bekloppt. Zadeks Handschrift, keine Handschrift zu haben. Er experimentiert mit allem. Vom Musical bis zu Tschechow-Inszenierungen. Wird man ihnen Geld geben, so viel sie wollen. Sie sind gerettet. Und unseren Herzen Trauer zu tragen. 1999 stellt er einen weiblichen Hamlet auf die Schaubühne in Berlin. Wie tapfer, dass ich, der Sohn des Geliebten, ermordeten. Das Ensemble war für Peter Zadek seine Familie. Ja. Jedes Mal. Ja. Man merkt so richtig, dass er Spaß hat mit jungen, eckigen, unfertigen Schauspielern zu arbeiten. Und das finde ich, ich merke so bei dieser Arbeit seinen unheimlichen Spaß. Zadek, der Zauberer, erschuf die bunteste Tragik und die schauderndste Komik. Jetzt ist er 83-jährig nach langer Krankheit gestorben. Kein Schlänglein deinen Weg beirren. Nicht, dass wir ihm die Wahrheit verkünden, das habe ich noch nie geglaubt, dass das Theater das hier kann oder irgendjemand das kann. Aber dass man die Menschen selber immer wieder daran rüttelt, dass sie sich selber die Wahrheit verkünden. Ihre Wahrheit. Mach's gut, du.